Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead by Daylight an diesem Freitag. Und Freitag heißt, ich bin als Killer unterwegs im Backwater-Sumpf und meine erste Runde als Huntress, weil ich habe die Aufgabe, 4 Survivor mit meinem Wurfbeilen zu erwischen. Und das versuche ich doch dann mal direkt hier. Mal schauen, wie sehr ich ablosen werde, weil das hat mit Aiming zu tun. Und wer in letzter Zeit häufiger TTT gesehen hat, weiß, Aiming ist nicht meine Stärke. Wollen wir nochmal gucken, inwiefern das hier so läuft. Vor allem, weil ich ja auch kein Fadenkreuz habe. Und ich noch nicht genau weiß, wie das so läuft. Das war doch okay. Einen Hit haben wir schon mal. Okay, ich kann das so zurücknehmen. Alles klar. Ja, meine allererste Runde als Huntress. Meine Perks seht ihr, ich habe direkt mal ein bisschen was investiert, um halt einfach nur 2 Perk-Slots haben zu können. Ja, danke. Und wir haben unsere erste Person, die wir hängen können. Sehr schön. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es hier weitergeht. Ich habe ja in den letzten 2 Wochen immer Ausschnitte aus Streams gezeigt. Jetzt brauche ich mal einen... Da sind Beile. Sehr schön. Das brauche ich nämlich. Hinter mir wurde auch an einem Generator gearbeitet. Also wir werden mal da in die Richtung zu diesem Generator gehen. Ja, mal schauen, gell? Leute abwerfen und hängen, töten. Ist natürlich ein Hobby, das man nicht unbedingt längerfristig machen sollte, weil es gefährlich ist. Aber ich meine, wer sich hier draußen im Sumpf aufhält, muss mit gefährlichen Sachen rechnen, finde ich. Ich weiß, es gibt da auch Tricks, dass man wohl möglichst schon ziehen soll, bevor man um die Ecke geht. Weil das dann irgendwie besser ist oder so. Weil man dann eben wunderbar gezielt werfen kann. Allerdings müsste man dafür eben das Timing raus haben. Und auch wissen, was man tut. Oh, wow. Okay, zu hoch. Wenn die da weggeht, werde ich nochmal ganz kurz hier schauen, dass sie den hier nicht nochmal angezappt hat. Hat sie nicht. Und dann schauen wir mal. Noch keinen Generator bisher gemacht, aber da wird es gleich blimpen, nehme ich an. Da unten ist ein Totem. Hier ist keiner. Wir laden auch mal unsere Beile auf. Denn ich hätte ja gerne ein größeres Magazin an Beilen, wenn man so nennen möchte. Die sind wieder hier. Oder auch nicht. Doch da. Okay, er braucht ein bisschen lange zum Werfen. Mir geht es ja vor allen Dingen eigentlich erstmal darum, wirklich die Leute abzuwerben. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Hits gemacht. Einen Hit brauche ich noch. 2 Gens sind direkt hintereinander gehauen worden. Für mich natürlich uncool. Aber immerhin, unseren zweiten Haken haben wir jetzt auch. Muss ich wieder runtergehen, mir meine neuen Beile suchen. Da hinten, der ist wieder schon fast fertig. Oder zumindest am Arbeiten sind sie dran. Der links, an dem ich vorhin schon mal war. Hier komme ich nicht raus. Da komme ich raus.
ich jetzt gerne den Nurses Calling. Jetzt müsste ich meine vier Hits schon mal gemacht haben, die ich haben wollte. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall schon mal hingekriegt. Damit ist ein Tagesziel erreicht. Wow. Und die Person hat, glaube ich, nur bis in Phase 1 stecken geblieben. Also ist noch nicht durchgefahren bis in Phase 2. Das heißt, die kriege ich auch nicht down jetzt. Aber gut, wir müssen dann weitersuchen. Wir sehen da hinten auch gleich die nächsten. Wo bist du? Du wirst doch hier hinter sein. So weit kann ich nicht werfen. Hätte ich hochziehen müssen. Zu hoch anvisiert. Zwar ein Totem, das ist mir aber egal. Totems sind mir wurscht. Ich muss jetzt wieder ein paar Beile holen. Einen haben wir kurz davor zu killen. Das ist Ali Big Hell. Ali Big Hell ist quasi fast tot. Einmal brauchen wir sie noch. Und sie ist verletzt gewesen. Ansonsten summen wir vor uns rum, suchen da hinten, okay. Ich sollte vor allen Dingen, wenn so ein Generator fertig ist, auch mal hinschauen, weil ich meine, dass ich einen Perk hätte, was mir eben sagt, wo die Leute sind, nachdem ein Generator fertig ist. Genau. Da. Da ist sie. Okay, jetzt haben sie es eh gleich. Oh, wow. Komm schon. Oh, der war nicht schlecht. Der war gar nicht mal so schlecht, der Wurf. Drüber hinweg ist okay. Müssen wir jetzt hier nochmal aufhängen. Dann hoffe ich natürlich, dass ich die andere... Also einen Kill hätte ich halt schon gerne als Huntress in der allerersten Runde. Das heißt, wir brauchen eigentlich den Ali nochmal. Weil ich bin auch keiner, der jetzt hier die ganze Zeit ihn bekämpfen wird, nur um des Kills wegen. Da habe ich auch jemanden gehört. Ja, da. Oh, der hätte ruhig mal treffen können. Na komm, dich will ich haben. So nicht. Jetzt müssen wir noch ganz kurz neue Beile holen und dann schauen wir nochmal. Nein, nicht so. Wow. Jetzt habe ich dich. Das ist eine fiese Stelle, weil ich die immer nicht erwische. Die werden jetzt auch das andere Tor natürlich auf der anderen Seite aufmachen.
Ich höre jedoch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich meine eigenen Schritte durch das hohe Gras höre oder ob das andere sind. Das wollte ich nicht. Mein Gott, sind die echt schon weg? Ja, jetzt werden sie alle abhauen. Ich habe mich dumm angestellt, weil ich mich so leicht habe verarschen lassen. Naja, du warst, glaube ich, schon in Phase 2, oder? Wenn das der Fall ist, dann habe ich wenigstens einen Kill hingekriegt. Weil er auch nicht weggerannt ist. Wenn er weggerannt wäre, hätte ich ihn nie wieder gefunden. Hätte nur weggehen müssen. Und dann werden die anderen jetzt alle an der anderen Tür rausgehen. Aber so weit ist es noch nicht. Hier oben sind die Beile. Die anderen warten noch. Frage ist, wo ist die Blonde hingegangen? Könnte ich noch kaputt machen. Bringt auch ein paar Points. Wegen der Zerstörung, die ich angerichtet habe. So, den erwische ich. Ja, und sie haut ganz knapp ab. Wow. Gut, jetzt wird der andere auch abhauen. Ein Ticken früher, wenn ich einen Tick früher erwischt hätte, wäre es das gewesen. Der wird jetzt zum anderen Tor rennen und dann rausgehen. Oder noch davor rumtaunten, weil er wird nicht hier warten, weil er verletzt ist. Beschissene Runde, muss ich sagen. Aber ich habe wenigstens meine, ich glaube, 4 oder 5 Leute mit einem Beil abgeworfen. Da bin ich mit zufrieden für die erste Runde als Huntress. Wieso auch nicht. Und die andere Tür ist natürlich auch schon offen, das ist mir klar. Ja, da war sie weg. Das war nicht schwer für die. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei. Das haben wir hingekriegt. Bis dann noch einen schönen Tag und ciao, Leute.